Unter das Sofa des deutschen Steuerzahlers wird gerade die nächste Bombe platziert. Denn ganz klar ist, dass es vor allem in den nächsten Jahrzehnten, wenn es kein Umdenken gibt, im Grunde Deutschland wahrscheinlich auf dem Niveau eines Entwicklungslandes landen wird. Wir werden den Sozialstaat komplett aufgeben müssen und auch gleichzeitig werden vor allem viele Leistungsträger hier Deutschland verlassen. Denn eines ist klar, Geld verteilt sich am einfachsten, wenn es nicht das eigene Geld ist und vor allem auch dann am einfachsten, wenn man es für andere Personen verteilt. Wir schauen uns heute die kritische Situation der Schuldenpolitik der aktuellen Ampelregierung an, wo man ganz klar sagen kann, das wird noch richtig, richtig teuer. Vor allem, wenn man sich die aktuellen Statistiken anschaut. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuer mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater und auf Steuer mit Kopf schauen wir uns auch immer wieder das Thema Steuerpolitik an, wo wir uns natürlich auch mit den aktuell kritischen und auch, ich sag's mal, kuriosen Forderungen befassen. Olaf Scholz als im Grunde, sag ich mal, ja, man weiß nicht, ob er es vielleicht weiß, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, zieht ja durchaus, sag ich mal, hier die ein oder anderen Leute an sich. Wie zum Beispiel auch Ricarda Lang, Hubertus Heil, natürlich auch Saskia Esken, Lars Klingbeil, aber auch zum Beispiel hier die anderen Politiker, die gerne mehr Geld ausgeben, als sie im Großen und Ganzen eigentlich zur Verfügung haben. Denn vor allem auch mit Boris Pistorius ist es hier ganz klar, dass diese Ausgabenpolitik zu einem großen Problem wird. Wir haben ja heute schon über unsere Verschwendergirls Annalena Baerbock und Svenja Schulze gesprochen, wo man ganz klar sagen kann, ja, das ist im Großen und Ganzen hier schon ein großes Risiko für den Steuerzahler. Ganz klar ist aber auch, dass die aktuelle Ausgabenpolitik mit der Verschuldung hier durchaus zum Problem werden kann. Und das merken aktuell durchaus die USA. Und zwar schreibt sie zum Beispiel auch die Neue Zürcher Zeitung, das heißt mehr Geld für Zinsen als fürs Militär. Was ist denn da der Hintergrund? Hintergrund ist nämlich, dass die aktuelle Schuldenpolitik hier zu einem massiven Problem führt. Denn laut aktuellen Maastricht-Verträgen muss man sich das einmal anschauen. Dieser Artikel ist wirklich sehr, sehr analytisch, sehr gut. Übrigens, ich kann die Neue Zürcher Zeitung nur für, sag ich mal, jeden empfehlen, der außerhalb Deutschlands sozusagen eine neutrale Berichterstattung haben will. Ist zwar natürlich auch immer wieder sehr kritisch und sehr krass formuliert, aber oftmals mit sehr viel Wahrheit gespickt. Und zwar, es gilt ja eigentlich das Politikthema mit 3% Defizit und Schulden, die nicht mehr als 60% der Wirtschaftsleistung ausmachen sollen. Das sind zumindest die aktuellen Maastricht, ja, sag ich mal, Regularien. Und das Problem ist aber auch aktuell, dass wir hier ein großes Problem haben. Denn so etwas geht davon aus, dass Wirtschaft immer wächst. Und das ist auch ein grundlegender Zusammenhang, den vor allem, ich nenne sie mittlerweile Neumathematiker, die im Grunde, sage ich mal, 1 plus 1 ist 1 Million, aber hauptsächlich sind es bloß ein paar tausend Euro, wie Cem Özdemir das sagen würde, wo man ganz klar sagt, diese neue Mathematik, die jeglicher, sage ich mal, mathematischer und ökonomischer Logik widerspricht, wo man ganz klar sagt, ja, wir können uns stärker verschulden, als unsere Wirtschaft wächst. Das funktioniert eben nicht. Denn mittlerweile ist es auch so, dass man ganz klar sagen muss, mit 3% Wirtschaftswachstum, das wäre ein Traum. Muss man sich aber die aktuellen Zahlen anschauen, hier mit Blick auf das Wirtschaftswachstum, wo man ganz klar sagt, wir hatten hier auch 2009 und so weiter massive Drawdowns und vor allem ein minimales Wachstum mit 0,4 und jetzt sogar wieder eine Schrumpfung und auch dazwischen immer wieder Schrumpfungsphasen, wo man ganz klar sagt, naja, das ist ja durchaus natürlich hier ein Problem. Denn wie gesagt, ich kann mich nur in der Zukunft weiter verschulden, wenn meine Wirtschaftsleistung auch wächst. Und hier mal so mit Blick darauf auf die entsprechenden natürlich hier Schulden des Bundes, 1,6 Billionen, die ja hier seit Corona massiv angestiegen sind, die übrigens hier in den letzten Jahren gefallen sind, und auf die Gesamtverschuldung, wo man sieht, trotz Wirtschaftsschrumpfung ist die Staatsverschuldung hier auf jetzt mittlerweile 2,6 Billionen angestiegen im Jahr 2024, denn lustigerweise hat man sich auch ein bisschen verrechnet hier bei der mit bisherigen Berechnung, denn wie gesagt, hier sind die ganzen Schattenhaushalte, die es ergibt, nicht mit einberechnet
worden. Und ganz klar war ja auch das Ziel eigentlich der Maastricht-Kriterien, die auch die EU stabil halten sollten. Hier das Thema ist, ja, solange sich alle nicht mehr verschulden, dann muss keiner für den anderen aufkommen. Aber in dem Zusammenhang war es dann so, dass man hier ganz klar sagen muss, einige Länder haben ganz klar gesagt, ja, nee, also Schuldenpolitik, Haushaltspolitik, nee, das wollen wir nicht. Und da kann man ganz klar sagen, dass auch Deutschland auf diesem Weg hin ist. Denn immer mehr neue Umverteilungen hier auf Kosten der Steuerzahler, ohne dass die Wirtschaftsleistung, es geht hier nicht um eine Steuererhöhung, dass man sagt, mal Vermögensabgabe, Lastenausgleich oder Sondersoli für Ukraine. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man hier an der Stelle ganz klar sagt, ja, die Wirtschaft muss auch entsprechend wachsen. Und hier ist es natürlich auch so, dass diese tiefe Null- oder Negativzinspolitik dazu geführt hat, dass durchaus einige Länder hier ganz klar entsprechend, ja, sag ich mal, sich positiv und negativ entwickelt haben. Ganz klar, in den letzten Jahren musste hier, sag ich mal, überall der Einstieg ganz einfach durchgeführt werden. Und das ist im Grunde dann die Corona-Pandemie, wo plötzlich hier die Schulden zusammengebrochen sind, weil man sich nicht mehr neu verschulden durfte. Und hier auch zum Beispiel bis zur Pandemie schienen auch die Schulden gratis zu sein, mit Blick auf den Nettozinsaufwand, wo man sagt, okay, also hier die Bruttoschulden in Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Alle anderen Länder haben hier im Grunde relativ schnell das Ganze gemacht. Deutschland natürlich auch durch Angela Merkel, muss man sagen. Eine gute Sache war es dann noch. Aber auch Hintergrund ist, dass die Nettozinsaufnahmen hier massiv angestiegen sind. Vor allem hier Deutschland, beziehungsweise Großbritannien, ist hier an der Stelle hier unten. Und da muss man ganz klar sagen, wenn man sich das Ganze anschaut mit der Bundeszinsaufwand, und zwar Zinsausgaben am Kreditmarkt, hier 19, selbst 20 während Corona sind sie gefallen und auch während natürlich hier 21, bis dann hier 22 dann natürlich der Regierungswechsel kam und vor allem auch der Ukraine-Russland-Konflikt begonnen hat und vor allem hier diese Probleme weitergeben. Das muss man auch ganz klar sagen, das wird das nächste Problem für den deutschen Steuerzahler. Denn Fakt ist am Ende, man kann man sich diese aktuelle Haushaltspolitik mit neuen Umverteilungen, mit neuen sozialen Geschenken und Ähnlichem, wo wir heute Nachmittag auch noch dazu kommen werden, in einem anderen Video, wo es wirklich darum geht, das kann man sich nur leisten, wenn man an dieser Stelle mittlerweile schlicht und ergreifend das Ganze auch im entsprechenden Blick hat. Aber, und das ist auch relativ spannend, wo man ganz klar sagen kann, dass man sagt, ja, es ist ja auch so, ich kann mir hier nicht vorstellen, dass wir hier zum Beispiel mehr aktuell ausgeben für Militärausgaben, für zum Beispiel Zinsausgaben als Militärausgaben. Das wurde aber auch jetzt mittlerweile, sage ich mal, erschütternderweise bestätigt, weil hier der Bundeshaushalt, die Zinsaufwendungen, mehr als 40 Milliarden ausmachen. Ich glaube, hier knapp 40 Milliarden auch bloß die Militärausgaben sind. Das große Problem ist natürlich, dass hier auch dann entsprechend der Schuldendienst zu einem dominanten Posten wird, gerade auch mit Blick auf die entsprechende Gesamtsituation. Also auch mehr zum Beispiel als das Finanzministerium, was hier ausgegeben wird und, und. Das bedeutet aber auch hier, dass alle Länder jetzt reagieren müssen. Denn wenn ich mich nur neu weiter verschulde oder die Schuldenbremse jetzt aushebele, dann komme ich in diese Problemsituation, dass ich mich natürlich hier bis ins Unendliche verschulde und der Zinsaufwand immer neue Lasten mit sich bringen würde. Was bedeutet, wir müssten an der Stelle hier irgendwann zum Beispiel mehr Geld ausgeben für Zinsbelastung pro Jahr, als wir für den Sozialhaushalt ausgeben. Und das heißt, dann würde der Sozialhaushalt, Militär und sonstiges immer weiter darunter leiden, weil du nicht, das ist auch was viele verstehen, nicht unendlich die Steuern natürlich erhöhen kannst. Denn je stärker natürlich auch die entsprechenden natürlich ja Sozialausgaben hier oder die Gesamtausgaben auf eine Position verlaufen, umso weniger kannst du natürlich hier für anders verwenden. Gleichzeitig auch die Leute, die irgendwann sagen, hey, ja, dann gehe ich doch aus Deutschland raus. Da übrigens auch unsere Empfehlung, wenn du sagst, hey, ich will hier aus Deutschland raus, dann schau mal auch auf www.steuermitkopf.de und zwar hier mit Blick auf Steuern sparen. Da haben wir hier den zum Beispiel Möglichkeit, du sagst, entweder PV-Anlagen oder Dubai-Immobilien. Hier zum Beispiel auch, wenn du sagst, ich möchte in Dubai investieren, hier zum Beispiel ohne Vorkenntnisse, haben wir dir ein umfangreiches FAQ gemacht, wo du sehr schnell und einfach die wichtigsten Informationen bekommst. Und da kannst du zum Beispiel sagen, hey, vielleicht ein Exit-Spot irgendwo außerhalb der EU. Gibt es natürlich auch Nordzypern, wo ja Kolja gute Kontakte hat, wo man Immobilien kaufen kann. Oder zum Beispiel natürlich auch hier in Dubai. Und man sagt, das macht durchaus, ist ein sinnvolles Investment. Und wenn man gerade Vermögen hat oder, sage ich mal, Vermögen aufbauen will, dann hier in einem steueroptimalen Land kann man hier durchaus was machen. Problem natürlich auch an der Stelle, die Staatsverschuldung wird weiterhin zu einem Problem, denn die Zinsen hören nicht auf. Denn, wie gesagt, auch der fiskalische Spielraum wird hier in Zukunft weiter abnehmen. Und entsprechend ist es auch so, dass man ganz klar sagen muss, dass die entsprechenden Auslandsbremsen, also Schuldenbremsen, die es ja in bestimmten Ländern auch gibt, davor bewahren, dass man hier im Grunde ökonomische, politische, steuerpolitische, finanzpolitische Fehlentscheidungen ganz einfach trifft. Und damit wird es am Ende dazu kommen, dass auch die Schuldenlast
hier entsprechend die Ausgaben bzw. die Wirtschaftsleistung einfach einschränken werden. Denn je mehr ich dann für Steuern ausgebe, umso weniger kann ich sinnvoll investieren in das Unternehmen. Oder Rücklagen aufbauen, Eigenkapital. Die Sicherheit der deutschen Unternehmen wurde immer stärker belastet. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass infrastrukturelle Maßnahmen wie zum Beispiel Glasfaserausbau oder ähnliches da natürlich immer weiter nach hinten kommen. Ganz klar ist natürlich auch eins, muss man sagen, was viele sagen, ja, dann muss man einfach die Zinsen wieder senken. Problem ist, diese Niedrigzinspolitik war eine Abnormalität und sollte im besten Fall nie wieder kommen. Denn das führt nur dazu, dass Unternehmen hier auch, ja, sag ich mal, Mitarbeiter behalten, die eigentlich höchst ineffizient sind. Und das ist das auch, warum ich sage, dies, was viele auch mittlerweile aktuell als Kapitalismus oder soziale Marktwirtschaft bezeichnen, ist keine Marktwirtschaft. Wir sind hier in einer Planwirtschaft mit sozialem Ausmaß drin und man sagt, das wird zu einem nächsten Chaos führen. Denn ansonsten würden Unternehmen geordnet pleite gehen und dann sagen, okay, dann würde es auch nicht zu einem Fachkräftemangel führen, weil man immer hier Competition for the Best, immer, sage ich mal, das beste Unternehmen wählen würde. Dementsprechend die Schuldenpolitik der aktuellen Ampelregierung wird uns vielleicht noch Jahrzehnte verfolgen, denn nach aktuellen Schätzungen würden die Personen, die 2028 dann bei einem Auflockern der Schuldenbremse erst zu arbeiten beginnen, bis 2061 die Schulden des heutigen Jahres zahlen müssen.